So, dann herzlich willkommen zurück beim letzten Tag der FIFCon. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Vortrag heute und zwar mit zwei Mitgliedern des Vorstands, also ich hoffe, dass ihr immer noch im Vorstand geblieben seid, das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und zwar mit Silvia Jonig und mit Kai Notdurft, beide maßgebliche Initiatorinnen und Trägerinnen der Cyberpeace-Kampagne beim FIF. Außerdem sind beide schon viele Jahre als beratend in der IT-Sicherheit tätig, als Informatiker und Informatikerin und beraten große Konzerne und haben, würde ich sagen, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Und ich freue mich, dass ihr beide jetzt uns über die IT-Sicherheit als Kriegshandwerk berichtet. Ist noch an? Ja, sehr schön. Bin ich auch? Ja. Ja. Also hallo erstmal. Wir sind gefragt worden oder gebeten worden, hier nochmal ein bisschen was zum Thema Cyber Peace, Cyber War zu erzählen. Und dann haben wir erstmal gedacht, wir machen erstmal einen Blick zurück und überlegen, was haben wir denn überhaupt schon die letzten Jahre alles so erzählt? Und dann kamen wir auf so einen Titel hier, We Hate to Say We Told You So. Das ist inzwischen leider so ein Running Gag in der IT-Sicherheit und bei mir und bei der Silvia in der Praxis, dass wir immer wieder feststellen, dass wir irgendwo warnen und bestimmte Dinge an die Wand malen und sie dann leider mehr als uns lieb ist auch eintreten. Das spielt so ein bisschen darauf an. Der Titel heute IT-Sicherheit als Kriegshandwerk. Ja. Genau. Worauf gehen wir heute ein? Wir wollen erstmal so ein bisschen, aber das wird ganz kurz in diesem Rahmen hier werden, nochmal erzählen, was wir so unter IT-Sicherheit alles so verstehen. Und dann werden wir einen kleinen Bezug zur Tagung herstellen, nämlich die Nebel des Krieges haben wir das mal genannt, wo die unsichtbaren Systeme im Cyberwarfare überall so eingesetzt werden. What we told you so, habe ich eben schon gesagt, wir werden einen kleinen Rückblick machen auf inzwischen 6 oder 7 Jahre, die wir uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Und dann auch einen Blick in die Glaskugel werfen für die Zukunft. Und wir werden schließen mit einem, ja, ich sag mal Resümee, was da eigentlich schon fast steht. Angriff ist schlechte Verteidigung und das werden wir auch ein bisschen noch begründen. Weiter. Gut, vorgestellt worden sind wir eben schon, da können wir gleich rüberspringen. Okay. Ja, eines der wesentlichen Teile des Krieges oder auch ja, des Problems sind Schwachstellen. Und Schwachstellen begleiten mich eigentlich schon, seitdem ich Informatik angefangen habe zu studieren. Damals hieß es dann noch Qualitätsmangel oder Qualitätssicherung, wo es genau um die Themen geht, wie stelle ich eigentlich vernünftige Software oder wie stelle ich eine vernünftige IT-Systeme her. Und alle Themen, die wir, das war 1987, damals schon diskutiert haben, nämlich sowas wie, ja, man muss mal gucken, dass das Design, die Implementierung halt vernünftig ist, ist nach wie vor ein Problem und es ist eigentlich noch größer geworden. Es wird nach wie vor halt unter großem Zeitdruck ja implementiert. Mittlerweile heißt es agile Softwareentwicklung, also da wird dann noch schneller und noch häufiger geändert und irgendwas wieder umgeschmissen. Es ist nach wie vor halt ein Problem, dass die Leute, die da drin arbeiten, halt schlecht qualifiziert sind, dass es immer mehr Leute gibt, die glauben, programmieren zu können und deshalb irgendwie ja, Software erstellen, sie anbieten und auch Käufer finden, die halt schlecht programmierte Sachen kaufen. Es gibt nach wie vor keine Mängelhaftung, also man kann Produkte anbieten und verkaufen, die halt irgendwie mit Mängel besetzt sind und es gibt keine Haftung. Also haben wir das genannt, das ist ja das Problem anderer Leute, die das dann ausbaden müssen, die die Software dann gekauft haben oder einsetzen, die Gesellschaft letztendlich. Ne? Also PAL ist Problem anderer Leute, ne? Aus dem Alltag kennt ihr. Und auch der letzte Punkt, dass ja, Systeme schlecht dokumentiert sind und ja, versteckte Funktionen bzw. auch Hintertüren haben, haben wir damals schon diskutiert und es ist nach wie vor einfach ein Problem und ja, deshalb stehen wir hier. Ja, wir haben dann mal zusammengefasst, was es für Angriffe oder was es für Sachen eigentlich gibt oder was halt angegriffen wird innerhalb eines Systems. Und es geht immer auch los mit Spionage und Informationsgewinnung. Das heißt also, man versucht erstmal möglichst viel Informationen zu gewinnen, um halt den Angriff oder ja die Attacke möglichst präzise durchführen zu können.
Mitunter wird auch schon im zweiten Schritt mit Defacement und mit Manipulation von Informationen gearbeitet, sodass ja, im Vornherein halt irgendwie versucht wird, mittels Propaganda halt ja, die Spionage zum Beispiel zu rechtfertigen, aber auch die Leute zu manipulieren und bestimmte Sachen halt zu verdecken. Ein wichtiger Angriff ist auch Social Engineering, der erst möglich ist, wenn man die Informationen hat. Das wird sich dann auch nachher später zeigen, wie told you so. Vielleicht noch ganz kurz, wissen alle hier, was Social Engineering ist? Ich glaube schon. Ja, okay. Also man trickst letztendlich ein potenzielles Opfer aus, indem man ein bisschen recherchiert drüber und dann ja, die Leute ganz gezielt mit ihren Interessen und so weiter packt und austrickst. Was auch jetzt auch durch die Snowden-Leaks sehr aufgekommen ist, ist halt das Einschleusen in kompromittierter IT. Das, was wir vorher immer mal gesagt hatten, da könnte was sein und es ist immer nicht so sicher bei Closed Software und bei Closed Hardware, dass da nicht Funktionalitäten drin sind, die wir vielleicht gar nicht haben wollen, ja, ist Teil des Krieges, ist Teil des NSA-Skandals und ja, Denial of Service ist auch eine Methode, um Systeme gut anzugreifen. Und zwar macht man das meistens im Zusammenhang in dem Moment, wo halt die Leute damit beschäftigt sind, die Denial-of-Service-Attacke abzuwehren, kann man dann halt im Prinzip auch den nächsten Schritt machen, nämlich die Sabotage und das System zu kompromittieren. Weil die Leute sind mit anderen Sachen beschäftigt und haben einfach kein Auge mehr dafür, dass sie halt irgendwo ja, vielleicht noch ein größeres Problem haben, das sie gar nicht entdecken. Genau, also Sabotage ist der letzte Schritt sozusagen. Denial of Service ist ja so ein Lahmlegen und man kann aber natürlich Systeme auch richtig kaputt machen, indem man, wir hatten das auch schon hier gehabt in einigen Vorträgen, mal eben so anfängt, das BIOS zu löschen oder den Master Boot Record einer Festplatte platt zu machen und dann dauert es halt ein bisschen länger, bis man ein System wieder zum Laufen kriegt. Wenn wir uns mal angucken, Angriffe noch mal ein bisschen genauer, da gibt es verschiedene Phasen, in denen das Ganze abläuft. Wir hatten eben schon gesagt, es gibt erstmal diese Informationsgewinnung, das heißt, ich sperre erstmal mein Opfer, mein Ziel, was ich angreifen will, aus. Ich gucke vielleicht nach Schwachstellen, ich scanne das möglicherweise sogar mit Tools automatisch, dass ich da gleich Sachen finde. Da gibt es inzwischen sehr mächtige Werkzeuge, die mir das einfach auf dem ja, Präsentierteller einfach schon mal geben, wo ich eigentlich hinlangen muss und was ich da machen muss. Dann kommt die eigentliche Kompromittierung, das heißt, wir nutzen die Schwachstelle aus, gehen in das System rein. Das ist dann spätestens das Infiltrieren, das Eindringen, dass ich dann irgendwo in dem System die Sicherheitshürden überwinde, drin bin. Dann versuche ich, wenn ich das vielleicht am ersten Teil nur in so einem naja, User-Zugang geschafft habe, meine Privilegien zu erweitern und Admin zu werden oder Root. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, dass ich dann anfange, mich festzusetzen im System als Angreifer und dort drin zu bleiben. Ich sage mal ich mache das eigentlich gar nicht, aber ich kenne diese Leute. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, möglicherweise irgendwann die Spuren zu verwischen, wenn ich dann fertig bin oder mein Ziel erreicht habe oder auch so die Spuren des Eindringens so weit zu verwischen, dass man das nicht mehr merkt. Diese Folie haben wir uns von Ute Bernhard und Ingo Ruhmann ausgeliehen, die sehr schön beschreibt, was eigentlich Information Warfare ist, also elektronische Kriegsführung. Da gibt es also verschiedene Eskalationsstufen. Wir hatten auch schon eben gesagt, es geht los mit so einer Medienbeeinflussung, dann setzt man irgendwann Computerviren ein, fängt an, das Netz oder die Netzwerke Attacken zu fahren, möglicherweise mit solchen Denial-of-Service-Attacken, die wir eben gerade erwähnt hatten. Man kann auch Radarsignale stören und entsprechend die Kommunikation des Gegners vielleicht lahmlegen, auch das wird schon gemacht. Es gibt dann so lichtletale Waffen, die wir gerade beschrieben haben, die vielleicht erstmal nur ein IT-System irgendwo lahmlegen. Aber es geht dann irgendwann auch, denn das sind natürlich die IT-Infrastruktur oder die ganzen Kommunikationsstrukturen tatsächlich zerstöre. Und wenn wir dann weitergehen, kann ich auch noch Atombomben für ein EMP einsetzen, um dann die gesamte Elektronik platt zu machen. Das ist dann eigentlich schon nicht mehr Information Warfare. So, wir haben ja gesagt IT-Sicherheit. Wir wollen uns natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema Verteidigung beschäftigen. Da gibt es erstmal die Prävention. Willst du? Soll ich? Ja, die Prävention ist halt eigentlich so die wichtigste Phase, weil man da die Möglichkeit hat, ja, es von vornherein zu vermeiden, dass man schlecht gebaute Systeme, Risiken, die man eigentlich schon kennt und weiß, wenn man sie vorher analysiert, ja, auch reduzieren kann. Dazu muss man natürlich seine
IT-Landschaft gut kennen. Das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung. Diese Voraussetzung ist leider nicht in allen Unternehmen wirklich gegeben, weil die meisten gar nicht genau wissen, was sie eigentlich da rumstehen haben und wo das steht und sonst wie. Also da gibt es auch nette Anekdoten, dass man also irgendwie den Server verzweifelt gesucht hat, wo gerade ein Problem ist und man nicht den Server wiedergefunden hat. Die Konzentration auf die Kronjuwelen ist auch wichtig. Also welche Daten sind für ein Unternehmen oder für einen persönlich auch, es geht ja auch für die persönlichen Belange, genauso eigentlich die wichtige Information. Und wie kann ich dazu beitragen, dass das halt irgendwie meine Kronjuwelen auch bleiben. Redundanz und Ausfallsicherheit ist ein ganz wichtiges Thema und es wird immer wichtiger, weil Redundanz zunehmend wegfällt. Also wenn man mal so vor 20, 30 Jahren sieht, waren damals noch zum Beispiel Telefonleitungen mit einer eigenen Stromversorgung. Also man brauchte, um sein Telefon zu betreiben, keinen eigenen Strom. Und wenn Stromausfall war, hatte man auch immer ein Telefon und konnte telefonieren. Heutzutage ist es nicht mehr ein Telefon, was man noch in die Steckdose steckt, sondern man hat Voice over RP. Und im Prinzip ist die Rechnerlandschaft und die Telefonie miteinander verschmolzen. Also manche Unternehmen haben wirklich keine Telefone mehr im klassischen Sinne, also weder mobil noch sonst wie, sondern die machen alles über Voice over RP und haben damit überhaupt keine Ausfallsicherheit mehr, was zu riesengroßen Problemen führen kann. Was auch zunehmend immer weniger gemacht wird, ist sowas wie Segmentierung und Entnetzung. Viele Unternehmen haben früher noch nach Bereichen irgendwie sich organisiert gehabt und einzelne Dependancen waren mit Firewalls untereinander abgesichert. Und man hat im Prinzip auch die Möglichkeit gehabt, dann, wenn Angriffe gefahren worden sind, sie auf ein Segment zu reduzieren. Heutzutage ist alles in einem Segment, alles plattgeklopft, weil man möchte die Firewalls nicht mehr bezahlen und fängt sich damit jede Menge Probleme ein. Komplexitätsreduzierung ist auch momentan genau das Gegenteil der Fall. Es kommen immer mehr Geräte und immer mehr Sachen einfach dazu, sodass im Prinzip da auch sehr wenig getan wird. Kann man das noch lesen? Mehrschichtige Sicherheit, auch das fällt weg. Also es wird immer weiter versucht, es möglichst auf einen Punkt hin irgendwie die Sicherheit zu kanalisieren. Was zur Folge hat, dass, wenn der Punkt ausfällt, dass im Prinzip das ganze System kompromittiert werden kann. Ja, mehrschichtig heißt wirklich, dass ich eigentlich eine zweite Verteidigungslinie habe. Ich habe vielleicht Zugriffsschutz auf ein System, das ist gut, aber wenn ich nicht vielleicht zusätzlich noch auf einer Netzwerkebene Netzwerkzonen habe, die wir da gerade vorher erwähnt haben, und ich mache dann irgendwo einen Fehler bei der Konfiguration mit den Zugriffsrechten, bin ich halt ganz durch. Ne? Oder es ist eine Vulnerability wird entdeckt, ein Exploit möglich, und dann bin ich auf einmal drin. Und wenn ich das vorher aber abgesichert habe und die Leute gar nicht rankommen oder so, wäre es ein zweiter Schutzschild. Das ist damit gemeint. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, was ich gerade gesagt habe, Identitäts- und Rechtemanagement. Das ist also etwas, was auch, es hört sich eigentlich ganz billig an, dass man Zugriffsrechte im Griff hat, aber das ist gar nicht so trivial. Je größer die Unternehmen werden, je komplizierter das alles wird, wir haben immer mehr Externe, immer mehr Outsourcing und auf einmal ist das gar nicht mehr so einfach, diese ganzen Zugriffsrechte zu verwalten und auch zeitnah wieder wegzunehmen, wenn die Leute das Unternehmen verlassen oder man alle halbe Jahr mal umstrukturiert den ganzen Laden. Und das ist gar nicht so ohne. Dann gibt es auch noch so ein paar Prinzipien, die man einhalten sollte. Least Privilege, also dass die Leute nicht mehr Rechte kriegen, als sie eigentlich brauchen. Und Need to Know, genau diese Sachen und nicht Höherrechte. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber auch nicht immer beachtet werden. Last but not least, da kommen wir später noch ein bisschen mehr zu, ist, dass ich natürlich auch die Systeme, die ich betreibe, sicher konfigurieren muss, mal am Anfang. Und sie dann auch aktuell halten muss durch Patchen, Schließen von Schwachstellen. Bezug oder soll ich? Das war deins. Der zweite Teil, also wir hatten eben gesagt Prävention, jetzt gibt's natürlich dann, manchmal reicht das nicht und dann muss ich halt gucken, dass ich, wenn ich dann schon angegriffen werde, das wenigstens merke und vielleicht auch aktiv abwehren kann. Ja? Und da gibt's dann ganz tolle Tools, es gibt die Möglichkeiten, also wichtig sind, dass erstmal Logdaten, dass ich da auch regelmäßig mal reingucke und nicht nur, erstens muss ich überhaupt mal loggen und wissen, was vielleicht sinnvolle Log-Ereignisse sind, die ich aufzeichnen sollte. Und dann kann ich das auch vielleicht analysieren. Da gibt es inzwischen auch wieder IT-Hilfen, die mir dabei gewisse Sachen automatisieren und das helfen und schnell bereitstellen. Ein ganz interessantes Ding sind Honeypots. Auch das sind so Opfer-PCs, die man da so mit reinstellt, wo dann ein Angreifer denkt, dass er da was ganz einfach zu Übernehmendes gefunden hat und die mir aber eigentlich als Detektoren dienen. Denn wenn das da rein jemand eindringt, weiß ich, dass ich irgendwo einen Angreifer im Netz habe. Und das ist eigentlich eher so eine Honigfalle für den, dass der da reintappt und ich das merke. Und dann gibt es sogenannte Intrusion-Detection-Systeme. Oder Security Incident und Event Monitoring.
Das sind also so Systeme, die das eben als Auszeichnung und automatisch auswerten, das ganze Zeug. Das ist erstmal die Detektierung. Was man dazu sagen muss, ist, dass es zunehmend auch diese Detektierung halt outgesourced wird in Unternehmen. Das wird also nicht mehr vom Unternehmen und vom Mitarbeiter des Unternehmens gemacht, sondern das wird halt an irgendein, ja, ich sage mal US-Konzern outgesourced und dann machen... Security as a Service. Genau, Security as a Service. Und dann kann man sich mal überlegen, was das für Konsequenzen hat, wenn Geheimdienste Schwachstellen in Systemen implementieren, und aber dazu kommen wir noch. Also, aber so mal als Vorblick kann man sich überlegen, was die Konsequenzen ist und ob man die Information erhält, dass da irgendwas eingedrungen ist oder nicht. Ja, und dann, wenn man dann merkt, man hat da Angriffe und bemerkt die, dann geht es natürlich darum, die dann auch abzuwehren aktiv. Das heißt, ich muss als erstes mal vernünftige Prozesse haben, die überhaupt, wer ist eigentlich zuständig, das zu tun? Bei wem laufen die Alarme auf? Wer reagiert dann? Da geht es schon manchmal los. Das sollten auch Leute sein, die halbwegs sachkundig sind zu dem Thema. Und dann auch erkennen, dass irgendwas nicht vielleicht nur eine technische Störung ist oder eine Fehlkonfiguration, sondern dass tatsächlich jemand bösartig da irgendwas tut. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel an Firewalls entsprechende Sachen auch blocken und raussperren. Dafür gibt es dann auch Intrusion Prevention Systeme. Das ist also das andere, Detection oben IDS. Und IPS ist dann aktiv auch, sagen wir mal, zum Beispiel eine Netzwerkverbindung zu beenden, die da versucht, irgendwas zu tun. Und dann gibt's so, das sagen manche auch noch, dann auch, man kann natürlich auch den Angreifer angreifen, wobei das ist dann schon die Frage, ist das überhaupt noch Verteidigung? Ja? Also gibt's erstmal sowas wie Denial of Service auf den Angreifer zu machen. Es gibt zum Beispiel das Teargruben-Konzept, das heißt, jemand versucht einem da irgendwas zu schicken und dann verlangsame ich den also immer mehr und der kriegt halt immer langsamere Responses und dann versackt dann selber in seinen eigenen Antwortzeiten. Oder ich habe zum Beispiel, wenn jemand versucht, Passwörter durchzuprobieren, die Möglichkeit natürlich dort, dann beim 10. Versuch wird das dann nochmal doppelt so langsam, bis er das nächste eingeben darf. Das kennt man auch, solche Dinge. Das ist etwas, was wir auch nochmal sagen sollten. Es gibt ja sehr viele Security Consultants, auch einige werden eben nicht von Firmen bezahlt. Und da gibt es immer ganz tolle Vorschläge, wo wir dann manchmal ein bisschen die Ohren schütteln, hätte ich beinahe gesagt. Es gibt nämlich auch ganz schlechte Ideen, wie man sich eigentlich so verteidigt. Das eine, muss man erstmal sagen, man sollte mal ein Konzept haben. Also muss ich wirklich auch überlegen, es gibt so ganz schlechte Kombinationen, es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich an einer Stelle eine super Security habe, aber gleichzeitig meine Zugriffsrechte nicht pflege und das einfach vernachlässige. Also wenn das nicht alles auch zusammenpasst so ein bisschen, ja. Und das ist dann, nenne ich immer so inkonsequente Strategie. Ich habe dann irgendwie ein neues Tool und gebe da Millionen für aus, um irgendeinen Sicherheitsmechanismus zu etablieren, aber vergesse dann auch meinen Admins da, die da ausgesourced wurden, die Rechte wegzunehmen oder sowas. Ja, oder die Kiste mit dem System steht in der Ecke da hinten im Rechenzentrum. Habe ich mal beim Audit erlebt. Wir haben gefragt, wo steht denn die Firewall hier? Und da meinte der eine, ja, hinten in der Kiste. Genau, und dann hat man auch Security by Compliance nämlich gemacht. Man hat ja eine Firewall angeschafft und der Prüfer oder Auditor kann sogar die Rechnung sehen, dass man die bezahlt hat. Bloß leider hat die natürlich überhaupt keine technische Schutzwirkung. Das nennen wir Security by Compliance. Ja, also ich habe da die Checkliste, ich habe die Firewall, aber dass die auch funktioniert und abwehrt, ist eine ganz andere Frage. Ja, und dann das nächste, ich kann mir die tollsten Tools und die teuersten Sachen anschaffen, aber wenn ich dann Leute habe, die das nicht bedienen können oder zu wenig Leute, die dann die Zeit haben, das zu machen oder sich da richtig einzuarbeiten, ja, a fool with a tool is still a fool. Und das ist einfach so. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil wir viel zu wenig Leute in der IT-Sicherheit haben, die sich mit diesen Sachen wirklich gut auskennen. Und das ist natürlich das Risiko, was anschaffen kann man vielleicht noch schneller. Leute ausbilden, das dauert ein bisschen länger. Kommen wir zum weiteren Thema, Snake-Oil-Produkte. Wer Fefe regelmäßig liest, weiß das. Es gibt gewisse Sicherheitsprodukte, die eigentlich keine Wirkung haben oder relativ schlechte zumindest, also sogenannte Virenscanner. Aber ich habe eben auch schon IDS, IPS-Systeme erwähnt. Es gibt auch sowas wie Web-Application-Firewalls, die so regelbasiert lernen. Da habe ich jetzt letztens eine neue Anekdote gehört. Eines sehr wirkliches Standardprodukt. Das hat halt so Regelsätze und die lernt es auch automatisch dazu, damit man das nicht alles einzeln einpflegen muss. Und da hat jemand ein Skript geschrieben gehabt, um das mal zu testen, eigenes. Das kannte es natürlich nicht. Dann hat es eingelernt, dann kannte es das Skript. Das war ein PHP-Skript, was dann irgendwas gemacht hat auf der Webseite. Daraufhin hat der Tester das dann umbenannt, ja, hat ihm einen neuen Namen gegeben und dann war das mit dem Selbstlernen schon wieder vorbei. Und das war eines der Spitzenprodukte am Markt, wo ich mir sage, Dankeschön, sowas kann man dann auch besser in die Pflege meiner Webanwendung tun und gleich die vernünftig programmieren, dann brauche ich das nicht. Und dann last but not least, wir haben ganz viel Closed-Source-Produkte in dem Bereich, die von Herstellern kommen. Und ja, bei Closed-Source ist das so ein bisschen so ein Vertrauen, wem vertraue ich dort eigentlich? Es gibt abhängige Beratungen von den Verkäufern dieser Sachen, das wird natürlich auch ganz gerne gemacht. Und dann kommen wir tatsächlich zum nächsten Thema. Genau.
Ja, wir haben hier eine Snowden-Folie, da stehen ein paar Firmen drauf und so. Die Frage ist immer so, wer setzt die Produkte ein? Gibt es hier im Publikum jemand, der zugibt, dass die Produkte, die hier benannt werden, halt auch eingesetzt werden? Traut sich jemand? Einer, zwei. Das Unternehmen, die nicht einsetzen oder wenigstens ein Teil davon. Ja. So, also es ist so, dass fast alle Unternehmen oder größeren Unternehmen zumindest 2 bis 3, manchmal auch 4, einfach von diesen Produkten auch haben und einsetzen und sagen, was wollen wir machen? Wir können sie nicht so ohne weiteres austauschen. Und wenn wir sie austauschen, haben wir eine andere amerikanische Firma oder eine andere Firma. Es gibt ja noch mehr, es sind ja nur ein paar hier, die draufstehen. Das ist eigentlich egal. Ja, wie gesagt, auf der Folie sind nur ein paar Namen genannt. Das würde uns auch mal sehr interessieren. Aber da steht eben, dass es 80 größere IT-Konzerne und Unternehmen sind, die mit der NSA kooperieren und zusammenarbeiten. Da sollten sich einige Einkäufer mal ein bisschen Gedanken machen. Das zweite links, diese Tabelle, das sind übrigens die Telco-Provider, die auch mit den Geheimdiensten dort zusammenarbeiten. Da hat die Süddeutsche und ich glaube noch irgendwie mal einen sehr schönen Bericht verfasst zu. Ja, das vielleicht erstmal zum Grundlagen Verteidigung, Angriff. Und dann kommen wir mal zu dem Thema Nebel des Krieges, unsichtbare Systeme. Oh, das ist ja falsch rum, ne? Das hätte eigentlich. Die Folien sind verhunzt, aber ist egal, wir machen weiter. Ja, das kriegen wir trotzdem hin. Genau, also das erste Thema, was so mit dieser Vernebelung und diesen unsichtbaren Sachen zu tun hat, ist tatsächlich unsichtbar. Es ist unsichtbar, genau. Jetzt müssen wir es aus Erinnerung machen. Sind diese Schwachstellen, die natürlich verborgen sind, die auch nicht bekannt gegeben werden, die vielleicht auch von Geheimdiensten aufgekauft werden oder entwickelt werden, um sie in Cyberwaffen einzusetzen. Das zweite Thema ist tatsächlich, dass es infiltrierte Systeme gibt. Also es gab in den Snowden-Leaks ja auch einige Informationen, wie viele PCs oder Server die übernommen haben weltweit. Interessanterweise standen auch viele davon in Russland und China. Also das ist auch für das spätere Thema Attributierung nochmal sehr interessant. Wo kommen eigentlich diese Angriffe her? Und man weiß also gar nicht, wem diese Rechner, die am Internet dort hängen, eigentlich gehören. Wir haben natürlich, das haben wir in der Tagung drauf und runter gebetet, das Thema der ganzen Aufklärung und Spionage und Überwachung, was auch im Verborgenen weitgehend passiert, was vielleicht eher so eine zweite Wirkung ist, und da kommen wir später auch noch ein bisschen drauf, ist, dass auch IT-Sicherheitsforschung, also freie Forschung an diesen Problemen, an diesen Sachen, der Austausch dazu natürlich durch gewisserweise militärische Restriktionen behindert wird. Es gab die Diskussion zu den Crypto-Wars, die in der Vergangenheit waren, die gehen jetzt wieder los, ne? Dass man also versucht, starke Kryptographie zu behindern. Und es gibt auch inzwischen ein eigenes Gebiet dort drunter, das ist die Kleptographie, die sich auch mit Hidden- und Side-Channels beschäftigt. Das war auch schon erwähnt worden, dass man also gezielt Krypto-Standards, diesen Random-Generator für die Electric Curves, dort entsprechend einen schwachen Algorithmus in die Standardisierungsgremien reingebracht hat. Und, haben wir eben auch schon erwähnt, Intransparenz bei Closed-Source-Hardware und Software. Und wie gesagt, Software haben wir Alternativen, so ein paar, bei Hardware ist es ganz, ganz dünn. Ja, und es gibt eben möglicherweise auch Backdoors. Ja, es gab mal in einer NT-Version einen NSA-Underscore-Key, wo nicht so richtig ausgeklärt wurde, wofür der eigentlich in so einem Windows drin ist. Ja, so, jetzt kommen wir mal zum zweiten Thema. We hate to say we told you so. Was ihr dort seht, ist ein Bild von Cassandra. Das ist diese Seherin, die den Untergang Trojas unter anderem dort vorhergesagt hat. Und manchmal fühlen wir uns leider auch ein bisschen so. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal ein bisschen zurück auf die 6 Jahre, die wir uns mit dem Thema inzwischen beschäftigen, intensiver, und was wir da so erzählt haben und was davon eingetreten ist. Ja, jeder kann Opfer werden. Erstmalig, also haben wir es gefunden in der Folie von 2012, wo wir halt auch schon zum Thema Cyberpeace halt gesagt haben, dass halt mittlerweile es so ist, dass eigentlich jeder angegriffen werden kann. Und jeder ist dann auch der Fall gewesen, nicht ganz jeder, aber machen wir weiter. Ja, also ihr seid ja Informatiker, ihr seid Informatikerin, ihr seid Admins vielleicht irgendwo und habt da ganz interessante Rechte. Genau. So ging es den Kollegen von der Belgacom. Dort gab es ein Network Operation Center. Und das ist eine Originalfolie, auch aus dem Intercept, aus dem Snowden-Fundus, wo eben gezeigt wird, dass man sich die ganz gezielt ausgesucht hat, um die zu infiltrieren, also mit einer Social Engineering-Attacke erstmal ausgespäht hat, ihre Interessen geguckt hat. Dann hat man ein Fake LinkedIn-Profil aufgesetzt, auf die sich das dann eingeloggt haben. Man hat auch ihre IP-Adressen überwacht, dass es wirklich ihre eigenen sind und die immer zugeordnet automatisch.
und die wirklich mit einer Targeted Attack dann auch mit einer Malware infiziert und damit auch natürlich ihre Dienstkonten übernommen und konnte dann auch in das Netzwerk Backbone von der Belgacom, die sehr viel Auslandsverbindungen haben, deswegen war das für GCHQ ganz wichtig, dort entsprechend agieren. Also Admins als gezielte Gruppe, die ich gerne mal angreifen möchte. So. Ja, ein Thema, was wir auch schon damals diskutiert haben, ist halt, dass irgendwie ja immer gesagt wird, dass Cyberwaffen nicht laterale Waffen sind, also nicht tödliche Waffen sind und dass dadurch natürlich Satzhemmschwelle sinkt, weil man macht ja nur ein bisschen Hardware kaputt und ein bisschen Systeme kaputt, aber man macht, schadet ja den Menschen nicht, auf jeden Fall nicht unmittelbar. Dann das Thema mit dem Bündnisfall, also ist ein ganz wichtiges, weil eigentlich normalerweise Bündnisfälle nur eintreten, wenn es wirklich um Krieg geht und wenn wirklich auch Menschen zu Schaden kommen. Und diese Kombination wird halt im Cyberkrieg ja aufgeweicht, weil man sich bei der Definition von Cyberwaffen oder was Cyberwaffen eigentlich sind und wann sie halt wirklich so schlimm sind, dass der Bündnisfall eintritt, richtig bedeckt hält, weil man kann es nicht definieren und dieses alte Völkerrecht, sage ich mal, da wo man sagt, ein Krieg beginnt mit 1000 Toten, dann spricht man vom Krieg, vorher spricht man vom Konflikt und vorher ist auch kein Bündnisfall, wird zunehmend aufgeweicht und kann auch ein Problem werden. Die asymmetrische Krieg hatten wir auch schon angesprochen, auch damals 2012 und ist im Prinzip mit der Attacke auf TV5, wo halt die Medien angegriffen wurden von einem zwar Nichtstaat, aber das ist so ein Beispiel eines asymmetrischen Kriegs, wo halt irgendwie ja schwache Infrastrukturen angegriffen wurden und eigentlich die westliche Industrie oder die westlichen Medien vorgeführt wurden. Ja, und das andere Thema hatten wir schon diskutiert mit den fehlenden Infrastrukturen. Das ist auch etwas, was wir schon länger sagen. Es gibt ja dieses Attributierungsproblem, dass man die Angriffe nicht unbedingt immer eindeutig zuordnen kann. Und das ist eigentlich klar, diese Sachen werden remote ausgeführt von irgendwo anders. Ich hatte eben auch erwähnt, dass man mal gerne einen Rechner, der ganz in einem anderen Land steht, übernimmt und von dort aus den Angriff macht. Wir haben diese Spurenverwischung, die Möglichkeiten natürlich für einen Angreifer. Und es sind halt einfach sehr wenig oder gar keine physikalischen Spuren da. Man kann relativ schnell Daten natürlich löschen, ändern und entsprechend. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass wir uns beim Information Warfare immer auch bei dem Thema Propaganda befinden und Vernebelungskerzen, die dann auch entsprechende Begleitmusik darstellen. Ich habe hier ein Beispiel von einem recht berühmten Security-Experten, Bruce Schneier, der mal sehr detailliert diskutiert hat, ob es eigentlich sein kann, dass Sony tatsächlich von Nordkorea angegriffen wurde. Wir haben da durchaus unsere Zweifel und ich teile da seine Meinung, deswegen habe ich ihn auch hier zitiert. Das sind nur so Beispiele dafür, denn man kann das glauben oder auch nicht. Es gibt dann verschiedene Dinge, die dort reingehen. Das Thema ist auch von uns von Anfang an diskutiert worden, dass wir halt gesagt haben, dass zunehmend kritische Infrastrukturen halt wirklich direkt am Internet sind. Und würde es in Deutschland nicht verboten sein, würden auch viele Unternehmen es auch in Deutschland gerne machen, weil es halt bequemer ist und weil es kürzungsgünstiger ist. Aber es gibt viele Länder, wie zum Beispiel Frankreich, wo Atomkraftwerke tatsächlich übers Internet erreichbar sind. Da gibt es eigene Suchmaschinen. Wie heißt das? Shodan war das, wo man dann einfach bequem suchen kann und gucken kann, welche Kraftwerke sind am Netz. Und es ist auch schon dem einen oder anderen gelungen, in nicht Atomkraftwerke, aber ich glaube, in anderen Kraftwerke einfach einzusteigen. Genau, das Thema auch. Kann ich eigentlich meine Hardware noch trauen? Im extremsten Fall ist das vielleicht noch was sauber produziert wurde in einem fernöstlichen Land. Und dann bestelle ich das halt über das Internet und dann hat jemand Interesse daran, diese tollen Umpackstationen, die dann dort betrieben werden von den Geheimdiensten, dann zu nutzen und dann entsprechend die Hardware mal eben auszutauschen. Also am besten beim Kraut um die Ecke kaufen, dass man nicht gezielt dort angegriffen werden kann. Das ist aber für Unternehmen natürlich keine Option. Also bei Amazon sollte man es nicht bestellen, weil wenn man bei Amazon es bestellt und man ist bei denen auf der Liste, dann kann man davon ausgehen, dass die Packstation halt irgendwie dafür sorgen wird, dass das Ding kompromittiert ist. Jetzt muss ich mal kurz. Genau, das ist ein sehr aktueller Fall.
Vielleicht haben es einige schon mitbekommen. Letzten Monat wurde halt irgendwie stundenlang Twitter und andere Unternehmen brach und die Seite war nicht erreichbar wegen einer Denial-of-Service-Attacke oder zwar einer verteilten sogar. Und das Problem war halt letztendlich, dass ja, die schönen neuen Geräte, IoT heißt es so nett heutzutage, Internet of Things, da waren Glühbirnen irgendwie infiltriert, da waren Kameras infiltriert und die haben gemeinsam dann halt die DNS-Server von den Unternehmen angegriffen und quasi dazu geführt, dass die Seiten lahmgelegt wurden. Der Fall ist von daher sehr interessant, weil sich da ganz viele Wendungen gegeben haben und ja, gestern die letzte Meldung war, dass man das Botnetz existiert ja noch, auch mieten kann. In dem Artikel stand so, dass es relativ teuer ist. Ich fand es jetzt erfrischend billig, also weil wenn man es irgendwie 2 Wochen mietet möchte, muss man nur 4.000 bis 5.000 Euro zahlen. Also ich finde, das ist eigentlich nicht so viel Geld. Also es ist vielleicht nicht für jedermann erschwinglich, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht unerschwinglich. Ja, das war ein weiterer Trend, den wir gesagt haben, dass es immer mehr diese Vermischung von Militärbereich und Zivilbereich gibt. Das ist auch eine der Forderungen in unserer Cyberpeace-Kampagne, das sauber auseinanderzuhalten. Und da gibt es auch verschiedenste Beispiele, wo das Ganze interessant wird. Wir haben halt immer gefordert, dass man die Strafverfolgung auch so ein bisschen trennen soll, dass ein Cyberkrimineller auch lange kein Cyberkrieger ist, der mich angreift. Was wir auch sehen bei dem Thema, dass immer mehr diskutiert wird, auch die Bundeswehr im Inneren einzusetzen. Wir hatten gestern ja auch das Thema, dass in den USA das ganz normal ist, dass die Forschung und Militär da sehr eng miteinander und die Universitäten miteinander verknüpft sind. Und ja, die neueste Idee ist ja aus der Strategie der Bundeswehr auch, dass man so Hacker als stille Reserve hernimmt, um sie dann im Ernstfall als Experten mit zur Landesverteidigung dazuzuziehen. Also und was halt auch ein Punkt ist, ist, dass nachträglich halt einfach die Gesetze verschärft werden. Also jedes Mal, wenn irgendwas rauskommt und was auffliegt, werden eigentlich Gesetze verschärft. Und das war das, was wir also schon damals beim INDEC-Vortrag, ich glaube 2010 gesagt hatten, dass halt irgendwie, wenn jetzt INDEC kommt, werden halt die Gesetze einfach angepasst, damit INDEC eingesetzt werden könnte. Und INDEC ist gegenüber das, was die NSA gemacht hat, Pillepalle mittlerweile, muss man echt mal so sagen. Vielleicht noch ganz kurz das Thema, so die Hacker oder die IT-Sicherheitsexperten, ich sehe mal erstmal als stille Reserve zu nutzen, das ist irgendwie eine dumme Idee. Weil also ein Hacker-Skill oder so ein Hacker-Spirit ist eher so, dass die Leute, die wollen, entweder sind diese Sicherheitsfachleute, die IT schützen wollen, oder wenn sie auseinandernehmen wollen, dann wollen sie auch stolz darüber berichten und das auch der Community erzählen und nicht irgendwie das dann geheim halten und dann jemand anders erntet dann die Lorbeeren, weil der 3 Sterne auf seiner Uniform da hat. Und das nächste ist auch, das ist, glaube ich, vielen auch nicht klar, dass die Sicherheitsforschungs-Community, nenne ich sie jetzt mal, einfach weltweit vernetzt ist und global agiert, dass die Teams, die an einem bestimmten Schwachstellen oder diesen Dingen auch forschen oder das auch untersuchen, durchaus auch manchmal verteilt sind und eben international agieren und eben das keine nationale Sache ist. Das wird auch gerne vergessen. Ja, also das war auch so mein Appell, den ich damals in der anderen Tagung dort gebracht hatte. Nutzt das Wissen der Hacker gerne für die Verteidigung, aber zieht die nicht als Cyberkrieger ein, das ist Blödsinn. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wo geht das Ganze hin? Wir sehen den ganz großen Trend jetzt, wenn man von jetzt in die Zukunft guckt, dass es immer noch das Risiko sich erhöht. Also der Einsatz wird immer höher. Wir haben steigende Risiken, wir werden mehr Angriffe sehen. Und was wir jetzt auch schon merken, dass die Schäden, die entstehen, auch höher werden und gezielter werden und auch gefährlicher werden, die ganzen Attacken. Ja. Also bisher war es so, dass einfach nur die Intensität und die Komplexität und die Schäden zugenommen haben, aber nicht die Anzahl der Attacken. Mittlerweile glauben wir, dass es im nächsten Schritt jetzt dazu kommen wird, weil es immer einfacher wird und ja immer mehr Systeme halt online sind, dass es dann halt auch eine Zunahme von den Attacken geben wird, was dann ja genau. Große Konsequenzen hat. Also warum ist das so? Ja, wir haben immer mehr Vernetzung. Es wird Internet of Things ist eben schon erwähnt worden. Immer mehr Sachen werden automatisiert, werden ans Netz gepackt. Wir haben steigende Komplexität. Es wird alles immer komplizierter. Wir digitalisieren alle möglichen Prozesse und automatisieren. Das ist ja auch der neueste Trend. Und natürlich diese ganze Aufrüstung, das Wettrüsten, was begonnen hat, das ist auch so. Das ist auch eigentlich jetzt keine Glaskugel mehr. Das ist eigentlich klar, dass das einfach die Gefahr, dass da was passiert, erhöht. Ja. Wir haben noch 3 Minuten. Ja. Zweiter Teil der Glaskugel.
Und das ist das, was wir eben so befürchten, dass es so einen Trend gibt, diese freie Sicherheitsforschung auch einzuschränken und zu reglementieren. Es ist jetzt schon so, dass es bei Kritis-Unternehmen, also die kritischen Infrastrukturen betreiben, nach dem IT-Sicherheitsgesetz sowas wie eine Akkreditierung geben muss von Experten und von Prozessen und Sachen. Das heißt, man versucht immer mehr auch das staatlich zu reglementieren, wer dort eigentlich Einfluss nimmt und diese ganzen Sachen betreibt. Also der Staat möchte halt das Thema Sicherheit für sich einbinden und möchte nicht mehr das im Prinzip dem privaten und dem öffentlichen Raum überlassen. Genau. Und der dritte Trend ist eigentlich so, dass wir sehen, dass die Cybersicherheitspolitik, die hier so gefahren wird von unserer Regierungsseite insbesondere, eigentlich aus unserer Sicht die Sicherheit mehr gefährdet, als sie stärkt. Es werden eben Schwachstellen aufgekauft, man stockt da den entsprechenden Etat auf, dass soll Schwachstellen gekauft werden können für die Geheimdienste. Es gibt jetzt weniger in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Ländern den Trend, starke Kryptographie einzuschränken und zu reglementieren oder zu verbieten sogar. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem ganzen Thema Schwachstellen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen ganz schnell durchmachen. Ja, also wir haben das Dual-Use-Dilemma natürlich bei diesen Schwachstellen. Deswegen ist das auch so gefährlich. Und warum schwächt es das? Naja, ich brauche natürlich, damit so eine Cyberwaffe so richtig effektiv ist und ich diese Schwachstelle ausnutzen kann, muss die halt geheim sein. Und Geheimhaltung bedeutet aber auch, dass ich weder meine eigene Infrastruktur von meinem Militär noch erst recht von meiner Zivilbevölkerung und alle anderen Leute das mitteilen kann, dass wir hier ein Sicherheitsproblem haben. Und dann habe ich halt entweder benutze ich das in der Waffe oder ich kann fixen und patchen. Beides geht nicht. Entweder oder. Und warum sind jetzt solche Schwachstellen besonders gefährlich? Ja, besonders gefährlich sind sie, hast du eigentlich jetzt schon gerade gesagt, weil du keine Gegenmaßnahmen machen kannst, weil du halt irgendwie Systeme verletzlich lassen musst, weil du halt das Risiko hast zusätzlich noch, dass diese Schwachstellen auch einen anderen Weg wieder rausfinden aus auch den Geheimdiensten. Also wir haben ja eine Reihe von Leaks. Ich würde mal sagen, dass wir vorspulen. Ja, ganz kurz. Also was man nicht unterschätzen darf, dass wenn ich so eine Schwachstelle verberge, dass die einfach sehr, sehr lange irgendwo drin sein kann, auch in Basiskomponenten und die sich dann in der IT vielleicht irgendwo verbreiten und überall eingebaut werden und es dann Millionen kostet, alle Infrastrukturen wieder anzupassen oder etwas aus Hardware wieder zu entfernen. Also je länger das da drin ist, desto schwieriger ist es auch, darauf schnell und kurzfristig zu reagieren, wenn es dann doch mal entdeckt wird. Ja, und dann kommt auch noch so dieses kleine Ding hin, dass solche Sachen gerne auch für private Zwecke verwendet werden. Auch das haben wir jetzt ja schon erlebt, dass dann die Sachen mit nach Hause genommen werden und dann irgendwie wegkommen und auf dem Schwarzmarkt auftauchen. Auch das hatten wir schon mal übrigens prognostiziert. Ein Beispiel vielleicht noch ganz kurz. Heartbleed hat obwohl es ein Open-Source-Produkt war, eine Schwachstelle sehr lange drin gehabt. Aber was uns eigentlich viel mehr da interessiert, das war eigentlich wirklich so eine ganz, ganz kritische Komponente. Das ist eigentlich so ein Beispiel dafür, dass sich das überall verbreitet hat und dann auf einmal überall drin war, auch teilweise in Netzwerkdevices und sonst was. Und es war so der absolute Super-GAU natürlich für die IT-Security, weil man da fast alles auf einmal austauschen musste. Und das war Open Source, das war jetzt nichts in irgendeinem Closed-Source-Produkt oder so. Man konnte übrigens, und das ist das Spannende dabei, dem Entwickler nicht so richtig nachweisen, dass er das absichtlich eingebaut hat. Man weiß nicht, ob das eine Backdoor war oder ob das einfach nur, ich sag mal, grob fahrlässig war. Und das ist, nennt man dann auch Plausible Deniability. Man kann da nicht mehr so richtig sagen, dass das dann Absicht war. Wir fordern Schwachstellen zu veröffentlichen, ja. Also vor allen Dingen auch im Hinblick dessen, kannst du mal gleich einfach mal vorspulen? Genau. Das war auch nach eins weiter, das ist die doppelte Folie. Genau, das war halt ein Fall, der im August aufgetreten war. Da ist offengelegt worden, dass halt in Cisco-Systemen halt ja größere Schwachstellen sind und dass das also im Prinzip von der NSA kam und auch die Exploits von der NSA kamen und dann kam plötzlich der Intercept und meinte dann so, ja, das können wir sogar beweisen, weil wir haben es in den Snowden-Leaks drin. Und mittlerweile sind wir wirklich der Auffassung, dass die Schwachstellen, die jetzt in den Snowden-Leaks auch noch wirklich drin sind und noch nicht veröffentlicht sind, endlich veröffentlicht werden müssen und an die ja, Unternehmen weitergereicht werden müssen, weil das im Prinzip auch ein Riesenrisiko ist, dass da ja auf Exploits, auf Schwachstellen gesessen wird und die im Prinzip ja, weiter ausgenutzt werden können.
Ja, das ist auch klar, diese Sachen werden weiterverkauft. Es kann auch sein, dass ein Kriminal die auch so findet, aber es ist eben auch sehr viel wert. Man kann das sehr gut versilbern und vergolden, wenn man Zugang zu solchen Informationen hat. Ein letzter Fall, wo es halt, das war das Hacking-Team gerade, aber sollten wir trotzdem mal kurz erwähnen, dem Hacking-Team, die stellen Exploits her und haben immer gesagt, wir machen das nur für die Guten und für die guten Regierungen. Und dann hat irgendjemand mal auch das Unternehmen gehackt. Auch ein Beispiel dafür, dass ein Sicherheitsunternehmen auch Sicherheitslücken hat. Und da ist dann rausgekommen im E-Mail-Verkehr und auch im ganzen anderen Verkehr, dass sie halt auch an böse Regime Schwachstellen und Exploits vertickt haben. So, also das ist jetzt eigentlich schon unser Resümee. Angriff ist schlechte Verteidigung. Wir schwächen Krypto-Standards, also das ist so ein Ding, ja, also dieses Beispiel mit dem NIST-Standard dort für den Electric Curve Random Generator. Wir haben das, alles, was wir an Ressourcen in den Angriff stecken, fehlt bei der Verteidigung. Auch das muss man sich mal klar machen. Diese Leute, die eh so knapp sind, sind eben dann für diese Sachen auch nicht zur Verfügung. Wir haben das Thema mit dem Geheimhalten sehr ausführlich jetzt schon behandelt. Und was man auch nicht vergessen darf, dass das Ganze natürlich eine Eskalation und eine Rüstungsspirale auch in Gang setzt und dass jeder immer versucht, dort weiterzumachen und besser zu machen. Die freie Sicherheitsforschung wird behindert. Nationale Egoismen bei globalen Handelsströmen und Zusammenarbeit und internationaler Kooperation, das funktioniert aus unserer Sicht einfach nicht. Kurz gesagt ist Angriff die schlechte Security-Strategie und die Verteidigung. Und wir haben jetzt überlegt, wir sind ja nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Es gibt hier einen sehr weisen Meister, Yoda, der mal gesagt hat, ein Jedi benutzt die Macht für das Wissen zur Verteidigung und niemals zum Angriff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für euren Vortrag. Ich schaue mal, wie viele Fragen sehe ich? Wer hat alles Fragen? Ich habe jetzt 2 Meldungen gesehen, 3 Meldungen. Okay, ich würde erstmal sagen, wir belassen es vielleicht bei den 3 Meldungen, damit wir im Zeitplan bleiben. Und da wir nur dieses eine Mikro haben, wäre es am besten, oder ihr macht es so. Gut, dann ja. Geht. Okay. Dann kann ich ja in Ruhe hier mit dem Mikro rumlaufen. Ich wollte noch was ergänzen, was ihr, glaube ich, nicht erwähnt habt, was ich aber im Rahmen von diesem, ich benutze jetzt auch mal das Buzzword Industrie 4.0, was in dem Rahmen, glaube ich, nochmal erschwerend dazukommt, dass ja die Hardware in der Regel von Maschinenbauern gemacht wird und die, ja, sie hält wesentlich länger. Ich habe unter Umständen Maschinen, die jetzt schon seit 20 Jahren im Betrieb sind und nochmal 10 Jahre im Betrieb bleiben. Und jetzt setze ich da eine Software drauf. Die Maschinenbauer kennen natürlich IT-Sicherheit nicht. Viele Informatiker, Informatikerinnen kennen sie auch nicht. Ich finde, das ist nochmal so ein systemisches Risiko, was uns ja gleichzeitig, wird uns ja aufgeschwatzt, dass wir das unbedingt brauchen. Ob das nun für die Insecurity of Things oder wofür auch immer ist. Aber gerade dieser Druck, der auf Industrie 4.0 oder mit Industrie 4.0 gemacht wird, glaube ich, ist ein ganz, ganz hohes Risiko. Jetzt nicht im Sinne von Krieg, sondern eher im Sinne von kommerziellem Konflikt. Das heißt, ihr möchtet da jetzt nicht... Also wir brauchen das nicht zu kommentieren. Wir können höchstens nur einen draufsetzen, indem wir sagen, dass es auch ganz viele alte NT-Systeme gibt, die immer noch in Unternehmen eingesetzt werden und die einfach nicht tot zu kriegen sind, obwohl sie schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren aus der Wartung raus sind. Aber das ist ein anderes Problem oder ist ein Problem der Unternehmen. Ich wollte euer Beispiel noch mal sehr praktisch unterstützen. Ich habe als Betriebsrat in einem Unternehmen gearbeitet, das international vernetzt ist, Standort in Deutschland, überwiegend Rüstungsindustrie. Und ein ausländischer Geheimdienst hat uns mal mitgeteilt, dass wir infiltriert sind. Und zwar ist über eine PDF-Datei über den Vertrieb an die Geschäftsführung ein Wurm reingekommen und hat sich dann im Unternehmen verbreitet. Daraufhin wurde im Unternehmen die gesamte Verbindung ins Netz abgeschaltet, 4000 Rechner etwa, kein Internetzugang mehr. Dann wurde ein sichereres E-Mail-Netz wieder aufgebaut. Dann wurden 70 statt 4000 Rechner außerhalb dieses internen
Netzes. Intern wurde natürlich weitergearbeitet, wurden 70 Laptops zur Verfügung gestellt, um ins Internet zu kommen. Und das bei rund 1000 Informatikern und Ingenieuren, die vorher im Netz weltweit gearbeitet haben. Die mussten sich dann auf 70 Laptops begrenzen. Und dann wird jetzt, das ist jetzt etwa 4 Jahre her, wird jetzt peu à peu ein komplett neues Netz, eine komplett neue Firewall-Architektur mit verschiedenen Stockwerken sozusagen so aufgebaut, dass man mit etwa 20% Hardware ins Internet wieder rein kann. Aber jedes kleine Eckchen jeder Abteilung ist eine geschlossene Insel und hausintern wird's auch entsprechend schwierig gehandhabt, um das zu vernetzen. Also die Folgen sind massiv. Und das bei einem Unternehmen, was als Elektronikunternehmen weltweit arbeitet. Vielen Dank. Ach so, ja, doch. Ich hatte noch eine Forderung, und das ist das, was ihr auch hattet. Schwachstellen müssen veröffentlicht werden, um sie sichtbar zu machen. Wir wissen heute noch nicht, welcher Staat hinter diesem Angriff steht, aber möglicherweise wissen die Sicherheitsleute das entweder im Unternehmen oder in Berlin. Und ich denke, Kryptographie wäre ein Thema, was man in der Schule unterrichten muss und wo man den Menschen mitteilen muss, die eine Hardware kaufen. Das ist eine geeignete Verschlüsselungssoftware. Und ich denke, an der Stelle sollten wir noch viel mehr nach vorne gehen, um den Menschen zu zeigen, hier hast du einen Rechner, hier sind die Sicherheitskriterien und hier ist eine Software, um deine E-Mails, deine Bilder, deine persönlichen Daten besser zu schützen. Ja, wir hatten ja gestern bei Big Data schon die Debatte darüber, dass gerade dieses Konkurrenzsystem und natürlich auch im Cyberwar überhaupt in der Gesellschaft gibt es natürlich unglaublich harte Konkurrenz, die auch mit militärischen Mitteln ausgetragen wird, ne? Da brauchen wir ja nur mal einen Blick in die News zu werfen. Jetzt ist meine Frage, ob nicht grundsätzlich diese Art des Systems, die ja zunehmend auf militärischer Gewalt beruht, das kann man auch philosophisch nachlesen bei Virilio Lothringer, die haben schon vor etlichen Jahren das Buch Der reine Krieg geschrieben, wo es auch um Technologie, Geschwindigkeit geht. Und also wegzukommen jetzt von dieser Luhmannschen Systemtheorie und zurückzugehen zum Universalismus, das heißt eine Totalität des Systems auch zu sehen. Und darin eingebettet ist natürlich im Bereich technologischer Entwicklung, dass das World Wide Web aus dem militärindustriellen Komplex kommt. Und natürlich wird es eingesetzt für kriegerische Zwecke. Und da reicht es nicht nur, Schwachstellen aufzuzeigen, oder weil das ganze System ist eine Schwachstelle, finde ich. Und deshalb würde ich gerne die Debatte in die Richtung bringen, wie wir zu Anfängen des Internet debattiert haben, noch mit Visionen tatsächlich den Militarismus grundlegend zu überwinden. Wollen wir die Debatte hier öffnen? Ich glaube nicht, aber den Denkanstoß nehmen wir auf jeden Fall auf. Es ist ja auch so, dass das Pfiff natürlich genau diesen Finger in die Wunde legt. Eine Anmerkung nur dazu, es gibt inzwischen natürlich auch ein paar Leute, die sich auch technisch um ein Redesign bemühen. Draußen sitzt ja zum Beispiel hier die Leute, die auch mit GNUnet dort entsprechend aufbauen wollen, neue Strukturen für Social Networks zum Beispiel. Das sind solche Ansätze, die, glaube ich, in die richtige Richtung gehen, dass wir uns das Internet für zivile Zwecke zurückholen. Ja. Vielen Dank nochmal.